Guten Morgen. Ja, Sonntagmorgen, kurz nach 8. Ich freue mich total, denn heute beginnt mein neues Projekt. Ich starte heute mit einem Pilotprojekt Einzelunterricht Astrologie. Und durch die Beschlüsse ist es ja mir nicht mehr erlaubt, in der Gruppe zu unterrichten. Das heißt, unsere Ausbildungsgruppe, unsere Laufende, muss jetzt nächstes Wochenende auf Zoom greifen. Das ist natürlich nicht so schön, aber was ja immer noch erlaubt ist, ist einen Menschen aus einem anderen Haushalt zu treffen. Und da sich eine begeisterte, astrologiebegeisterte junge Frau gemeldet hat, wird heute die Astro 14, nämlich meine 14. Astrologie-Ausbildungsgruppe, diesmal ein Einzelunterricht starten. Pilotprojekt. Und was ich gemacht habe, ich habe mal ein Horoskop gemacht, auf den heutigen Beginn. Das könnt ihr hier mal seitenverkehrt sehen. Das kann man ja jetzt nicht seitenverkehrt. Leider, tut mir leid. Aber das ist schon sehr spannend. Also, wir hatten natürlich ein langes Vorgespräch und sie hat einen Fischer-Aszendent, so viel darf ich verraten. Und das Spannende ist, dass heute um 10 Uhr die Konstellation so aussieht, dass wir einen Krebs-Aszendent haben mit dem Mond in Konjunktion zum Aszendenten. Das wird eine sehr gefühlvolle Ausbildung werden mit sehr viel Gefühl. Ja, Weichheit, Empathie. Und schon bei dem Vorgespräch hatte ich das Gefühl, dass sie eine totale Begabung in der Intuition hat und leicht hellsichtig ist und eher die technischen Seiten der Astrologie braucht als Gegengewicht zu dem, was sie schon so mitbringt. Und das Spannende ist bei diesem Horoskop für diese Gruppe, ich mache immer so ein Starthoroskop für eine Astrologiegruppe. Sie ist ja jetzt eine Einzelgruppe. Das Spannende ist, dass es einen MC, also 10. Haus, das ist ja das Ziel, wo soll diese Gruppe hinführen, Fische ist. Und natürlich steht der Neptun da auch mit drin, also der Herrscher von Fisch steht in Fisch. Das Ziel wird also ganz stark, es ist eine, also wie ihr merkt, ne, Fische, Krebs, sehr wasserbetonte Geschichte, die wir da miteinander erleben werden. Und das Ziel ist eine wirkliche spirituelle Ausrichtung, eine spirituelle Astrologie-Ausrichtung, die ich ja sowieso anbiete, aber mit der jeder wieder anders umgeht. Und hier wird es vermutlich so sein, dass wir da, dass sich da etwas begegnet, was sehr stark in die Spiritualität gehen wird. Ich bin ganz begeistert. Die Sonne steht im Gegensatz dazu in Widder, in Konjunktion mit Merkur. Wir werden also aufpassen müssen, dass wir nicht zu schnell glauben, etwas verstanden zu haben. Denn Merkur und Sonne in Konjunktion im Widder, die deuten darauf hin, dass es manchmal rasant zugehen könnte und man vielleicht sich dann immer mal wieder stoppen muss und gucken muss, dass wir dann auch in der Tiefe verstehen, was hier gemeint ist. Denn Astrologie ist ja ein komplexes Gebilde. Ja, ich wollte euch das heute erzählen, weil ich mich so wahnsinnig freue. Um 10 geht's los. Und ich bin sehr gespannt. Das ist ja für mich auch zum ersten Mal. Also ich habe schon mal per Zoom jemanden kurzfristig unterrichtet, aber dies ist zum ersten Mal ein Präsenzunterricht in Einzel. Und ich habe auch vor, das weiter anzubieten. Sie ist jetzt mein Pilotprojekt und ab sofort kann man das bei mir buchen. Natürlich habe ich nicht endlose Kompetenzen. Es könnten noch 3 Menschen dazukommen. Das werden einzelne Tage.
Also wir machen heute von 10 bis 16 Uhr, 16.30 Uhr ungefähr. Länger schafft man das gar nicht am Stück. Aber es ist ja auch ein Luxusunterricht Einzel. Das heißt, jede Frage kann gestellt werden. Ist der totale Raum für eine Person da? In der Gruppe ist es vielleicht lustiger und vielfältiger, aber auch ein Einzelunterricht hat was für sich. Also, ihr Lieben, wer Lust hat, sowas auch mal zu machen, melde sich bitte bei mir. Unter meiner Handynummer 01609946443 oder per E-Mail anitaferraris@gmx.de. Und dann machen wir ein Kennenlerngespräch. Und das ist ganz wichtig, weil die Chemie muss stimmen. Alles Liebe, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.